Hallo Leute, was geht? Ich bin Günther P. und das hier ist Let's Play Minecraft Farbenwunder. Und das hier sieht sehr strange aus. Okay, und das hier ist der rote Bordellraum, in dem sind wir letztes Mal stehen geblieben und nicht weitergekommen. Deswegen versuchen wir das jetzt mal ein wenig. Seht ihr, und es klappt auch schon viel besser. Und ja, lol. Ich bin da gerade drüber geslidet, so über die Leiter. Scheiße. Und mein Inventar hat sich ein wenig geändert, kann man sagen. Das liegt daran, weil ich die Map aus Versehen gelöscht habe. Das habe ich gemacht, nicht weil ich die Map nicht mag, sondern, ja, ich habe das einfach so gemacht, ja, ich mache ja immer Backups so von meinen Welten, bevor da noch irgendwie was kaputt geht oder so, oder was weiß ich. Und, das habe ich natürlich auch bei der Map hier gemacht, aber ich habe die aus Versehen irgendwie gelöscht. Keine Ahnung, es war 2 Uhr nachts oder so. Ich bin dann gerade schon wieder von der Leiter runtergeslidet. Ah, die Musik ist auch schön, ne? Und ich habe es immer noch nicht komplett sortiert. Bin ich immer noch nicht zugekommen, weil ich meine, das sind 2 Stunden Audiomaterial oder so. Und das dauert dann schon so seine Zeit. Und man muss sich natürlich erstmal auch so aufraffeln, dass man das überhaupt so will, ne? Ah. So, hier auf, dann darauf und dann runterfallen. Also nochmal, hierauf, ich habe gesagt hierauf, dann hierauf und runterfallen. Hierauf, hierauf. Jetzt wird mir das auch zu dumm. Gott, wieso schaffe ich den Sprung denn jetzt nicht? Und ich kann nur sagen, also ich habe mir mal noch das Forum angeguckt und da waren so Bilder und ich habe die mal, also ich habe jetzt noch nicht weitergespielt, aber ich habe die Bilder mal genau ausgewertet und ja, da kommt noch einiges Schwieriges auf uns zu, also macht euch da keine Sorgen. Oh Gott. Ist aber auch schwierig. Mann. Und ich habe jetzt übrigens auch too many items. Das heißt, ich kann den Regen im Hintergrund ausschalten und ich habe natürlich auch noch ein Texture Pack drin. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ja, da es gibt da natürlich immer so Leute, die dann so ganz dumm in der Ecke hocken. Und so, oh, das ist ein neues Texture Pack. Mir gar nicht aufgefallen. Alles klar geschafft. Ja, perfekt. Ja, und jetzt haben wir 5 Armies und oh. Die Musik habe ich übrigens von Incomtech, irgendwie sowas. Oh, da sind hier die oh. Die Jukebox-Dinger im Hintergrund gewesen, okay. Horst. Nein! Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Jetzt bist du hier gefangen und wir... Und wirst wie wir nie wieder das Tageslicht sehen können. Ah. Dafür habe ich too many items. Jetzt fängt es mich an zu ricken. So. Du bist hier alle beim X. Ach, die Äpfel nehme ich mir jetzt einfach nicht. Ich habe jetzt keinen Bock mehr auf die Äpfel. Toll, oder? Naja. Okay, ich denke mal, ich muss dem Weg folgen. Ja. Alles klar, machen wir das doch mal. Ich schwimme mal hier nochmal immer hoch. Mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Nö, hier ist nichts. Da muss ich, glaube ich, lang. Da. Hoch. Kiste. Nichts drin. Ach, da sind sowieso immer nur Äpfel drin. Von daher gehe ich jetzt einfach mal komplett ans Ende. Und gehe da hoch. Oh nein. Ich brauche einen Schalter. Toll, der ist wahrscheinlich komplett irgendwo anders. Vielleicht hier. Hier geht es gar nicht hoch. Okay.
Guck ich mal hier. Da. Hoch. Luft. Ah. Ah. Praktisch. Ich hab den epochalen Schalter. Da. Hoch mit mir. Und im Wasser angeschaltet. Ich bin cool. Horst, du hast es geschafft? Ich hätte nicht gedacht, dass du da jemals lebend rauskommst. Das ist gut. Es besteht also noch eine Chance. Denn von hier aus kann ich dich perfekt in die Zentrale führen. Ich hoffe, du hast die drei Dice noch. Du benötigst sie. Ohne sie wir nie frei sein. Okay. Zur Zentrale. Oh, die Zentrale. Max Payne. Ja, Max Payne ist übrigens ein geiles Spiel. Habe ich aber nicht. Ich habe es mal bei einem Kumpel gespielt, aber ich fand es dann richtig geil. Kann ich schlafen? Nö. So, und hier sind Kakaoboot und sonst nichts mehr. Oh, Horst. Yeah! Du hast es in die Zentrale geschafft. Um uns zu befreien, musst du den Enderman einen Farbcode in das Gehirn einpflanzen. Oh. Oh, ich darf ihn ja nicht direkt angucken, ne? Davor musst du jedoch alle Dice finden. Sichere deine Dice in den Kisten. Ohne sie wirst du dein Volk nie retten können. Okay, also wie ich das verstanden habe, soll ich die jetzt da drin sichern und ich kann immer noch nicht schlafen. Ich kann immer noch nicht schlafen. Ah, geht doch. You can only sleep at night. So, links, rechts, und da ist ein Schild. Schild. Was wird da wohl draufstehen? Kühlen Dai, das ist glaube ich das Graue. Bring dein Dai in die Kiste und hol es am Ende. Okay. Ach, da drüben ist auch noch irgendwas. Alles klar. Mach jetzt die beiden Seitengänge und dann mache ich den Enderman. Aha. Moment, da will ich jetzt mal kurz was testen. Ich komme nicht mehr raus. Hä? Boah, ich habe gerade schon gedacht. Easy. Super easy. Ich schaffe das ganz locker. So. Zack. Wisst ihr, die Leitern sind ein bisschen sinnlos. Und man kann einfach. Was ist da denn? Muss ich da rein? Da muss ich auf den Block. Da muss ich auf den Block. Kann ich da oben drauf? Ah, das Grau sieht ja schon so verdächtig aus. So, Moment, geh ich mal rauf. Aber es scheint wohl das Rätsel des Lösungs zu sein. Zu sein, ne? Ah. Ah. Ein goldener Apfel. Okay. Okay. Oh. Ja, nice. Würde ich mal sagen, habe ich relativ schnell gefunden. Schien mir da sehr versteckt zu sein. Oh, und hier ist das jetzt auch weg. Wuhu. So, zack, hier runter. Und das Ding sichern. Also, ich mach das mal so, damit es alles auch schön in der Reihe ist, ne? So, jetzt machen wir das da rechts. Wow. Purple Dye. Lila. Ach, Lila. Wisst ihr, wenn ich Lila höre, denke ich immer an Futurama. Weil da gibt's ja auch einen Charakter, der heißt Lila. Oh yeah, da gibt's einen Charakter, der heißt Lila. Besser gesagt eine Person. Oh yeah. Got the beat. Aha, aha. Disco Boy. Alright. Irgendwie geht mir das hier ganz auf den Piss.
Falls jemand fragt, ich cheate nie. So. Könnte ich nicht rein technisch darauf springen? Muss ich überhaupt lang? Also ich glaube da lang. Da. Da hinten. Steht da auf dem Schild. Ah, ist noch zu verpixelt, kann man nicht sehen. Also darauf. Darauf. Dann darauf, dann darauf, dann darauf, dann darauf. Ne, an die Leiter, dann daran, dann da irgendwie lang und dann da. Okay. Jetzt mache ich hier einen Let's Try. Und die Disco-Musik, die tört mich hier voll an. Ah, schon vorbei. Und jetzt kommt das lustige Piano, Klavier. Wie auch immer, ich kenne mich mit Musik nicht sonderlich aus. Sonderlich? Ist das ein Wort? Sonderlich? Ja, das Wort sonderlich ist sonderbar. Aha. Jetzt kann ich da... Da oben muss ich rein. Kiste. Na, Mist, da komme ich nicht dran. Also, ich komme jetzt nicht so an die Kiste ran. Schade. Schade. So, zack. Okay. Bam. Autsch. Verdammt. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Okay, let's go. Oh Gott, dieser Sprung. Nein, der ist so schwierig. Na gut, eigentlich ist er nicht schwierig. Ich verkacke ihn nur die ganze Zeit. Na. So, ich schmeiß jetzt mal sinnlose Wörter hier rein. Wurstbrot. Erdkäse. Ja, Leute, die Bio essen, die essen für mich ungesund, weil im Bio ist ja der ganze Zucker da drin. Und so weiter. Nee, kennt ihr diese Frau, ich weiß nicht, wie sie heißt, die ist auch irgendwie so bei irgendeinem ASI-TV dabei. Ich glaube, Frauentausch, bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall isst die nur Wurst. Die isst nur Wurst. Und dann zählt sie es auf, was sie so im Kühlschrank hat. Ja, ich habe da Salami drinne, Leberwurst, Kackwurst, Erdkäse. Und das ist so schlecht. Und die kann auch nichts lesen oder so. Ich meine, ich bin auch nicht so der Profi im Lesen, ne? Also, genau an die Leiter. Ah, okay. Nee, es sind 5, das ist zu weit. Auf jeden Fall hat diese Frau so gar nichts drauf. Und, ich find's einfach total lustig. Aber das ist ja sowieso immer so bei ASI-TV, ne? Da schaut man ja... Hallo! Da schaut man ja gerne Leuten zu, die dümmer sind als man selber. Genau wie ihr das auch gerade tut. Haha! Ja, okay, der Witz gerade kam von Iblali, ne? Aber ich finde der... Also, wer es nicht kennt, Iblali ist auch so ein Typ auf YouTube, der Videos macht. Der macht La-Videos. Und, wir sind ganz unterhaltsam und der hat sich mal so... als Kontext genommen, was ist denn überhaupt cooler? Moment. So, was ist denn überhaupt cooler? YouTube oder Fernsehen? Und ich muss eindeutig sagen, YouTube.